Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich in Lightroom in letzter Zeit noch schneller in meinem Workflow geworden bin. Denn ich habe mir da ein bisschen was zusammengebastelt und damit kann ich meine Bilder einfach mindestens doppelt so schnell bearbeiten wie früher. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir nach dem Intro. Viel Spaß! Ich bin jetzt in Lightroom drin und möchte dir genau zeigen, wie ich meinen Workflow in letzter Zeit nochmal verschnellert habe. Und zwar nutze ich dafür meine eigenen Presets. Und jetzt wirst du dir vielleicht denken, oh, jetzt kommt der hier mit Presets an. Das ist ja nun wirklich nichts Neues. Ich habe allerdings was entwickelt, was es auch schon so gibt, aber ich habe es natürlich auf meine ganz spezielle Art und Weise entwickelt, und zwar eine Preset-Toolbox. Und das hat den großen Vorteil, dass ich hier keine vorgefertigten Presets verwende, die nur auf ganz bestimmte Fotos funktionieren, sondern ich habe, ja, wie der Name schon sagt, eine komplette Toolbox, aus der ich wählen kann und mein Bild immer so bearbeiten kann, wie ich es gerade brauche. Und falls du dir jetzt immer noch nicht vorstellen kannst, was ich damit meine, ich habe hier meinen Ordner quasi, Preset Toolbox von Stefan Schäfer, und da gehe ich jetzt einfach mal rein und dann wirst du sehen, haben wir hier eine ganze Menge Möglichkeiten, was ich hier machen kann. Und das Schöne ist jetzt, das sind quasi einzelne Presets, aber man kann diese Presets miteinander kombinieren. Das sind also keine Presets, die komplett vorgefertigt sind, da sind nicht alle Bearbeitungsschritte in einem Preset drin, die man einmal auf das Foto legt und dann kann man daran irgendwie noch so ein bisschen rumspielen, sondern sie sind unterteilt in verschiedene Sektionen. Zum einen habe ich hier oben die Helligkeiten. Jetzt kann ich hier zum Beispiel mal die Helligkeiten einstellen. Ich kann Kontraste hier einstellen, ich kann die Belichtung einstellen und so weiter und so fort. Dann habe ich hier drunter verschiedene Farblooks, die ich einstellen kann. Dann kann ich hier insgesamt noch an den Farben ein bisschen drehen. Ich kann später hier Klarheiten einstellen, meine Bilder schärfen, Rauschreduzierung aktivieren, Profilkorrekturen aktivieren. Ich kann auch selektiv arbeiten und so weiter und so fort. Und diese ganzen Einstellungen, die kann ich, wie gesagt, miteinander kombinieren. Das heißt, ich kann anfangen, hier meine Helligkeiten im Bild einzustellen. Danach kann ich mich um die Farben kümmern und so weiter. Und das mit wirklich wenigen Klicks. Und dadurch wird das Ganze extrem schnell. Das heißt, ich kann diese Presets, wie gesagt, miteinander kombinieren. Und wie das genau funktioniert, möchte ich dir jetzt mal zeigen. Denn ich habe jetzt die Möglichkeit, mit dieser Toolbox wirklich auf jedes Foto das genau so anzuwenden, wie ich es wirklich brauche, und habe keine vorgefertigten Presets, die dann halt wirklich nur auf ganz bestimmte Fotos klappen. Also als erstes werde ich mich hier mal um das Bild in der Helligkeit kümmern. Ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel Schatten aufzuhellen, Lichter abzudunkeln. Ich kann aber auch eine HDR-Belichtung draus machen. Das heißt, ja, die Schatten werden aufgehellt, die Lichter werden abgedunkelt. In dem Fall werde ich das jetzt hier mal tun. Dann würde ich sagen, dass wir hier Kontrast noch hinzufügen können. Da würde ich mal die mittlere Stärke des Kontrastes hier nehmen. Und insgesamt könnte ich das Bild vielleicht sogar noch um eine halbe Blendenstufe aufhellen. So, okay. Damit habe ich jetzt hier schon mal meine Helligkeiten geschafft. Und ich zeige dir einfach mal, so sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Ne? Da haben wir jetzt schon ein bisschen was geschafft. Jetzt gehen wir als nächstes hier in die Looks rein. Jetzt gucke ich mal hier so durch, was mir hier an den Looks besonders gut gefällt. Und da würde ich mal sagen, hier Sunset Vibe, das gefällt mir schon richtig gut. Brauntöne, Herbst, Sommer. Aber ich würde sagen, Sunset Vibe ist hier genau das Richtige. Die Sonne ist nämlich auch genau in dem Moment hier untergegangen. Also hier sieht man ein schönes Alpenglühen. Und dann gehe ich weiter runter in die Farben. Und hier kann ich auch wieder einstellen, was ich haben möchte. Möchte ich eher die Schatten ein bisschen bläulicher machen? Möchte ich sie eher ein bisschen wärmer machen? Und ich denke mal fast hier warme Lichter. Das ist eigentlich ein cooler Effekt, der hier auch ganz gut reinpasst. So, dann gehen wir als nächstes weiter runter. Dann würde ich jetzt hier noch, ja, ein bisschen Klarheit reinbringen, also einen geringen Klarheit-Boost. Ich möchte das Bild noch ein bisschen schärfen. Da nehme ich auch die feine Schärfe, nicht die grobe Schärfe. Und ja, die Profilkorrekturen, ach, die lasse ich einfach mal raus. Die brauche ich gar nicht unbedingt. Und jetzt kann ich im letzten Schritt noch gucken, möchte ich meinen Himmel hier ein bisschen abdunkeln und auch den Vordergrund abdunkeln? Möchte ich nur den Vordergrund abdunkeln? Ja, da würde ich fast sagen, ich dunkle nur den Vordergrund ab. Hier habe ich auch noch die Möglichkeit, Sonnenuntergang in den Himmel einzubauen oder dramatische Wolken. Ich würde aber in dem Fall sagen, dass ich wirklich nur den Vordergrund abdunkel, denn der Himmel gefällt mir so eigentlich schon ziemlich gut. Eine kleine Vignette gebe ich vielleicht noch um das Bild herum.
Ja, das passt doch eigentlich ganz gut soweit schon. Und jetzt ist mein Bild eigentlich schon fertig entwickelt. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und das, wie gesagt, mit diesem Preset-Baukasten. Jetzt zeige ich dir mal einfach ein nächstes Bild, weil ich dir auch beweisen will, dass es halt auf alle Bilder irgendwie funktioniert inzwischen. Also ich arbeite jetzt schon relativ lange mit dieser Preset-Toolbox, die ich selber entwickelt habe. Und gerade für Landschaftsbilder auch in verschiedenen Situationen. Hier hatten wir jetzt zum Beispiel ein Bild, was sehr großen Dynamikumfang hat. Also wir haben hier sehr dunkle Bildbereiche, wir haben auch sehr helle Bildbereiche. Und schauen wir doch einfach mal, ob wir hier auch was draus zaubern können. Hier würde ich wahrscheinlich wieder die HDR-Belichtung nehmen. Also gerade hier haben wir einen sehr großen Dynamikumfang. Da müssen wir gucken, dass wir die HDR-Belichtung hier nehmen. Dann würde ich als nächstes hier den Kontrast, den nehme ich mal den geringen Kontrast. Ich würde das ganze Bild noch ein bisschen aufhellen. Und dann schauen wir mal, was wir hier nehmen. Auch hier könnte man auch wieder Sunset Vibe nehmen. Wobei Orange and Teal hier auch cool aussieht, muss ich sagen. Gucken wir mal Herbst, Sommer. Sommer sieht auch schön aus. Ja, nehmen wir mal Sommer. Und dann werde ich als nächstes hier mal noch so einen warmen Boost hinzugeben. Ja, machen wir das nur in den Lichtern oder insgesamt. Ich glaube, wir machen es insgesamt. Sieht schön aus. Gehen wir hier mal noch Klarheit hinzu. Da nehme ich diesmal Medium als Boost. Und diesmal schärfe ich das Bild auch ein bisschen gröber. So, sieht das schon mal ziemlich gut aus. Und jetzt würde ich sagen, Himmel verbessern kommt hier noch so ein bisschen mit rein. Oder nehmen wir einen Sonnenuntergangshimmel. Naja, der ist zu stark. Dramatische Wolken klingt auch interessant. Ja, nehmen wir mal dramatische Wolken. Das sieht gut aus. Und so sieht das Bild auch schon wieder richtig klasse aus. Da könnte man jetzt theoretisch noch in die Grundeinstellung natürlich rein, wenn man jetzt noch irgendwas verändern möchte und die Lichter hier noch so ein kleines bisschen weiter abdunkeln möchte. Aber grundsätzlich haben wir auch hier wieder mit dieser Toolbox eigentlich das Bild schon komplett so fertig entwickelt. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Schauen wir uns mal ein anderes Bild hier noch an. Hier haben wir mal keinen Sonnenuntergang, sondern das ist eher so ein bisschen moodyhaft das Ganze. Mal gucken, was wir hier rausholen können. Hier würde ich sagen, können wir auf jeden Fall mit hohen Kontrasten arbeiten. Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ja, würde ich die Lichter noch ein bisschen abdunkeln. Perfekt. Und vielleicht so einen kleinen Faded-Look hier noch mit reingeben. Und die Belichtung insgesamt kann auch eine halbe Blendenstufe weiter runter. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier an den Looks machen. Gehen wir mal wieder so ein bisschen durch und gucken mal. Ja, die Grüntöne gefallen mir eigentlich ganz gut. Schauen wir mal hier noch weiter. Brauntöne. Brauntöne hat auch was. Oder der farbige Knall. Ja, das ist fast ein bisschen zu viel. Sommer sieht gut aus. Nehmen wir doch hier mal den farbigen Knall. Das ist jetzt zwar ein bisschen zu stark, aber da kann ich auch jederzeit wieder hier in die Grundeinstellung reingehen und hier einfach die Dynamik und vielleicht auch die Sättigung wieder ein Stück zurückstellen. So sieht es schon deutlich besser aus. Und gehen wir weiter runter. Ich gehe mal noch in die Farben rein hier. Da will ich auf jeden Fall hier noch so ein bisschen die Lichter blau färben. Beziehungsweise, nee, eigentlich eher die Schatten. Eigentlich sehen die Schatten hier besser aus, wenn wir die ein bisschen bläulich färben. Und auch hier können wir einen guten Klarheit-Boost noch mit reinbringen. Eine feine Schärfe packe ich hier noch mit dazu. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können, um den Himmel noch so ein bisschen zu verbessern. Ich glaube, auch hier nehme ich wieder eher den Vordergrund, den ich noch so ein bisschen abdunkeln will. Ja, das sieht deutlich besser aus. Und eine kleine Vignette packen wir noch mit dazu. So, und jetzt sind wir auch wieder ganz schnell von dem Bild zu dem Bild gekommen. Schauen wir uns mal hier dieses Bild noch an. Hier haben wir nämlich die Situation, dass wir wirklich grauen Himmel haben, also eher so ein bisschen moodyhaft. Hier würde ich wahrscheinlich die Lichter als erstes mal so ein bisschen abdunkeln. Einen kleinen Faded Look gehe ich noch mit dazu, um die Schwarzwerte so ein bisschen aufzuhellen. Und dann können wir hier auch wieder mit gut Kontrast arbeiten. Ja, da schwanke ich gerade noch so ein bisschen zwischen Mittel- und hohem Kontrast. Ich probiere es mal mit dem hohen Kontrast. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ja, und geben wir noch ein bisschen Belichtung dazu. Oder packen wir sie eher noch ein Stück zurück. Ich würde sagen, wir packen sie sogar noch ein Stück zurück. Also ich stelle mal die Belichtung hier auf minus 0,5. Und jetzt gucken wir mal hier rein in die Looks, was wir hier so für Angebote haben. Ja, der farbige Knall sieht gar nicht so schlecht aus. Sommer sieht auch hier wieder gut aus. Nehmen wir mal Sommer. Und jetzt werde ich noch die Schatten etwas blau einfärben. So, und jetzt haben wir hier schon ein richtig cooles Ergebnis, wie ich finde.
Hier gehen wir mal ein bisschen Clarheit noch hinzu. Vielleicht sogar... gehen wir mal auf Medium. Eine feine Schärfe. Die Profilkorrektur und die chromatischen Aberrationen lasse ich hier noch entfernen. Und ein bisschen Rauschreduzierung packe ich hier auch noch mit dazu. So, den Himmel, den muss ich eigentlich nicht weiter abdunkeln. Wahrscheinlich eher den Vordergrund noch so ein bisschen, weil der ist ein bisschen zu hell geworden. Ich denke mal, ja, den Vordergrund dunkel ich hier ab. Und eine kleine Vignette gibt es auch noch. Sehr schön. Und dann haben wir auch hier wieder ein tolles Ergebnis. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und das innerhalb von, ja, wirklich ein paar Minuten. Ja, vielleicht ein, zwei Minuten hat es jetzt gedauert. Ein letztes Beispiel machen wir hier noch. Zwei Beispiele machen wir noch, weil es mir gerade so Spaß macht. Also wie gesagt, ich kann dir nur empfehlen, dir sowas entweder selber auch anzulegen oder aber du kannst dir diese Preset-Toolbox jetzt auch erwerben. Also das gleich nochmal dazu, aber auf meiner Webseite ab sofort ist das Ganze auch käuflich erwerbbar. Würde mich natürlich freuen, wenn du mich da so ein bisschen unterstützt und ja, kannst du dir einfach mal anschauen. Also auch hier würde ich auf eine HDR-Belichtung gehen, einfach weil die Schatten hier noch so ein bisschen aufgehellt werden müssen, aber gleichzeitig auch die Lichter noch ein bisschen abgedunkelt werden müssen. Ja, vielleicht gehen wir in der Belichtung sogar noch um 0,5 Blendenstufen runter und so ein bisschen Kontrast gebe ich hier noch mit dazu. Jetzt können wir auch hier wieder an den Farblooks gucken. Ich finde hier den warmen roten Look eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Grüntöne, nee, sagt mir nicht so zu. Ja, Sonnenuntergangs-Vibe passt hier an der Stelle auch gut. Sogar die Brauntöne passen. Farbiger Knall ist zu viel. Sommer würde auch passen. Oder auch, der Nebel sieht auch gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich jetzt hier auf den Sonnenuntergangs-Vibe gehen würde. Und dann hier das Ganze in den Schatten noch ein wenig wärmer mache. Perfekt. So, dann gibt es noch einen geringen Klarheitsboost, eine grobe Schärfe, eine geringe Rauschreduzierung, die Profilkorrekturen und die chromatischen Aberrationen packe ich noch mit rein. Und schauen wir doch mal, Vordergrund abdunkeln oder Himmel und Vordergrund abdunkeln. Ja, das passt eigentlich ganz gut hier an dieser Stelle. Und so haben wir direkt auch wieder hier ein tolles Ergebnis. Vorher und nachher. Ein letztes Beispiel noch. Hier waren wir in Südtirol, genauer gesagt auf der Seiser Alm. Und auch hier haben wir wieder eine schöne Lichtsituation, die ich aber natürlich noch ein bisschen verschönern möchte. Das heißt, ich dunkle hier die Lichter ein bisschen ab. Werde dann einen mittleren Kontrast hier mit dazu packen. Eigentlich sieht es so schon richtig gut aus, das Bild. Vielmehr würde ich hier an dieser Stelle fast gar nicht mehr machen. Aber wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen mit den Farblooks arbeiten können. Ich denke mal, ja, Grüntöne sieht gar nicht schlecht aus. Hier passt Sommer auf jeden Fall richtig gut rein. Und dann werde ich das Ganze noch ein wenig erwärmen in den Lichtern. Beziehungsweise würde ich fast sagen, warme Lichter und blaue Schatten. Das sieht fast noch besser aus. Und dann gibt es hier noch ein bisschen Klarheit, eine feine Schärfe. Und wir dunkeln noch den Vordergrund ab. Wobei ich hier sagen muss, den Vordergrund, den würde ich nicht zu doll abdunkeln. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal rein. Und werde jetzt an dieser Stelle das Ganze nur meine halbe Blendenstufe abdunkeln. So, und dann bin ich eigentlich auch schon fast wieder fertig. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Du siehst also, mit dieser Preset-Toolbox kann ich innerhalb von kürzester Zeit wirklich richtig tolle Ergebnisse erzielen. Vor allem jetzt in den Landschaftsbildern, darauf bin ich natürlich spezialisiert, aber auch mit jeder anderen Form von Fotos, also zum Beispiel auch mit deinen Urlaubsfotos kannst du damit richtig tolle Ergebnisse erzielen. Wie gesagt, wenn du das Ganze käuflich erwerben willst, dann geh einfach mal auf meine Webseite und dort findest du das Ganze dann und ich würde mich natürlich freuen, wenn du da mit am Start bist. Es gibt natürlich dazu dann auch noch einige Video-Tutorials, wie du das Ganze bei dir installieren kannst, wie du das Ganze auch auf der Lightroom, auf der normalen Lightroom CC-Variante benutzen kannst, also falls du auch von unterwegs bearbeiten möchtest und so weiter und so fort. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wie gesagt, wenn du Lust hast, dir diese
Preset-Toolbox selber zuzulegen, dann schau einfach auf meiner Internetseite vorbei, stefanschäfer.de. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Das Ganze ist, wie gesagt, ausgelegt sowohl für Lightroom Classic als auch für die normale Lightroom-Variante als auch für Adobe Camera Raw. Also da wirst du auf jeden Fall eine Menge Spaß mit haben und ich kann dir versprechen, dass du auch in deinem Workflow dadurch schneller werden wirst. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schau auch mal auf Instagram vorbei bei mir. Und ansonsten sage ich jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und vor allem beim Bildbearbeiten, vielleicht ja mit der Preset-Toolbox. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.